Hallo und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, 9 Uhr abends ist eine super Zeit, um jetzt ein neues Video anzufangen, und das werde ich jetzt auch tun. Ich habe mir für dieses Video überlegt, AI zu fragen, was ich als nächstes lesen soll, und es gibt aber auch noch ein Thema, damit es nicht so allgemein wird, sondern ich möchte Summer Reads lesen. Und ich habe mir auch überlegt, ich werde verschiedene AIs fragen, ich so Snapchat, ChatGPT und das war's. Eins von denen werde ich wahrscheinlich nochmal fragen. Deswegen habe ich mir gedacht, bei Snapchat als erstes werde ich, ich glaube, 2 Bücher aussuchen, zwischen denen entschieden werden kann, welches von beiden ich lesen soll. Oder ich nehme 3. Ich glaube, ich nehme 3. Das erste ist einmal The Unhoneymooners von Christina Lauren. Dann habe ich The Secret Cove in Croatia von Julie Kaplan. Oder Beach Read von Emily Henry. Und das werde ich jetzt fragen. Snapchat. Mal gucken. Ich denke, Sie sollten Beach Read von Emily Henry lesen. Es ist eine unterhaltsame, romantische Komödie, die perfekt für den Sommer ist. So, we're gonna read a Beach Read. And I'm so excited. Weil das wollte ich schon richtig, richtig lange lesen. Super. Also lesen wir Beach Read als erstes und dann würde ich sagen, dass ich für den Rest einfach so frage, welches Sommerbuch soll ich als nächstes lesen. Aber ich denke, dass ich das auf Englisch schreiben werde, damit ich eine englische Empfehlung kriege. Weil irgendwie, obwohl vielleicht auch eine deutsche. Vielleicht mache ich eins Deutsch, eins Englisch. Aber als erstes Beach Read von Emily Henry. Ich bin gerade dabei, Beach Read zu lesen. Also ich bin erst auf Seite 57. Bis jetzt ist es echt gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also Emily Henrys Bücher fand ich bis jetzt immer gut. Also denke ich, dass ich das auch gut finden werde. Aber wir werden sehen. Ich habe mir aber gedacht, ich mache schon mal das, ich frage schon mal ChatGPT, was ich als nächstes lesen soll. Einfach damit ich mir das entweder schon bestellen kann oder gucken kann, ob wir das in der Bücherei haben oder sowas in der Art. Deswegen frage ich jetzt ChatGPT. Und das mache ich jetzt auf Deutsch, dann wird es ein deutsches Buch und auf Snapchat mache ich das dann nochmal auf Englisch und lese dann noch ein englisches Buch. Aber jetzt gebe ich dem keine Auswahl, wie beim letzten Mal, und das werde ich dann beim Snapchat-Ding nächstes Mal auch nicht machen. So dass ich einmal einen halt aus Auswahl habe, dann ein deutsches Random und ein englisches Random. Also, welches... Nee, kannst du mir ein Sommer... Welches Buch empfehlen? Ich glaube, ich möchte ein Buch lesen, was am Strand spielt. Dann gucken wir mal, was kommt. Ach nee, das ist gar nicht das gleiche. Okay, also das nächste Buch, was ich lesen werde, ist Das Sommerhaus am Meer von Jenny Kogan. Ich habe jetzt überall nach diesem Buch gesucht, auf meinem Kindle, in der Bücherei und dann einfach generell im Internet, weil ich das nirgendwo gefunden habe. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt es gar nicht. Also nicht in dieser Zusammensetzung, es gibt nicht das Sommerhaus von Jenny Kogan. Also entweder ist es eine andere Autorin oder der Titel ist falsch. Machen wir das Ganze noch einmal und fragen ChatGPT einfach nach einem neuen Buch. Weil ich habe keine Ahnung, wo ich das Buch finden soll. Kannst du mir ein sommerliches Buch empfehlen, welches in einem... Ich werde das gerade überlassen. Schauen wir das nochmal ein bisschen anders. Mal gucken. Natürlich kann ich das. On Honeymooners von Christina Lauren. That is perfect, Leute. Perfect. I've got it. Ich hab's tatsächlich hier zu Hause schon liegen. Das ist das zweite Buch, was ich lesen werde. Tatsächlich ist es dann auf Englisch. Es gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, aber ich habe es mir auf Englisch gekauft. Wir lesen es auf Englisch. Dann wird es nur noch ein deutsches Buch dann vielleicht geben von Snapchat. Eigentlich wollte ich das dann ja auf Englisch. Aber dann würde ich da vielleicht auf Deutsch fragen.
Oder vielleicht auch nicht. Ich werde dann gucken, in welcher Laune ich gerade bin. Eigentlich wollte ich ja nur jetzt schon das fragen, damit ich das dann bestellen kann. Aber naja, ich habe es schon hier. Also lesen wir erst Beach Read fertig. Dann bin ich erst auf Seite 57, also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Und danach kommt die an Honeymooners und dann werden wir sehen. Aber ich melde mich dann in ein paar Tagen, wenn ich hiermit fertig bin und hier so zur Hälfte durch bin. So, es ist jetzt ein paar Tage später. Ich habe irgendwie richtig lange gebraucht. Aber I'm finished. Ich habe das Buch jetzt fertig. Es war schon sehr süß. Aber ich glaube, hätte ich es zu einem anderen Zeitpunkt gelesen, hätte ich es richtig gut gefunden. Ich habe aber Beach Read war das erste Buch, was ich jetzt gelesen habe nach Fourth Wing. Und Fourth Wing, nothing compares to Fourth Wing. Das ist hier oben und nichts ist damit vergleichbar. Ja, deswegen schwierig. Also ich werde dir wahrscheinlich so 4 Sterne geben. Ich fand es gut und ich hatte auch Spaß dabei, das zu lesen. Also so ein klassisches 4-Sterne-Buch für mich. Vielleicht muss ich das nochmal irgendwann wieder lesen zu einer anderen Zeit. Mal gucken. Also es geht auf jeden Fall um January und Gus, die sich wieder treffen. Also die kannten sich schon, treffen sich dann wieder. Und stellen sich selber so eine Challenge, dass sie jeweils den Schreibstil der anderen Person ausprobieren sollen und dazu ein Buch schreiben sollen. Also es sind beides Autoren. January ist Romance-Autorin und Gus ist Literary Fiction. Und genau, die setzen sich dann halt in Challenge, jeweils das Genre von einer anderen Person zu schreiben. Dabei passiert halt dann auch mehr, was man halt so erwartet in einem Romance-Buch. Aber also Gus ist auf jeden Fall richtig, richtig cuter Book-Boyfriend. Und ich kann verstehen, warum es so viel Hype hat. Aber wie gesagt, leider konnte ich das irgendwie. Nach Fourth Wing, glaube ich, wäre jedes Buch jetzt scheiße. Also nicht scheiße gewesen, aber schwierig gewesen, weil ich einfach in so einem Tief danach bin, weil ich unbedingt einfach Fourth Wing nochmal lesen möchte, weil es einfach so amazing war. Deswegen, aber trotzdem 4 Sterne. Ich fand es trotzdem richtig gut und ich habe es auch echt genossen, das zu lesen. Aber ich habe auch super lange gebraucht dafür, was ja normalerweise auch nicht so ist. Aber ich habe auch sehr viel vor in letzter Zeit. Deswegen hängt das vielleicht auch ein bisschen damit zusammen. Aber ja, auf jeden Fall kann ich es trotzdem sehr empfehlen. Also falls ihr es noch nicht gelesen habt. Generell alle Emily Henry Bücher finde ich eigentlich richtig gut. Ich mag ihren Schreibstil, ich mag ihre Geschichten und ich finde halt, ihre Geschichten sind auch ein bisschen mehr Literary Fiction mit Romance. Auf jeden Fall die meisten, gerade Happy Place und ich glaube, finde auch Beach Read. Book Lovers und People We Meet on Vacation würde ich sagen, sind dann doch eher schon ein bisschen mehr Romance, aber ja. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Also Beach Read 4 von 5 Sternen. Das nächste Buch, was ich lesen werde für dieses Video, ist The Unhoneymooners von Christina Laurin. Das haben wir ja letztes Mal ChatGPT gefragt, was ich lesen soll. Und dabei kam ja das Buch raus. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe heute eine große Bücherbestellung bekommen. Aber ja, wir müssen jetzt das erstmal lesen, weil das Video kommt nächste Woche online. Und das heißt, ich habe nur noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. 10 Tage circa, um 2 Bücher zu lesen. Ja, ich habe mir ein bisschen zu viel Zeit gelassen in letzter Zeit mit dem Lesen. Also, The Unhoneymooners wird als nächstes gelesen. Und dann würde ich sagen, frage ich jetzt einfach direkt auf Snapchat, was ich als nächstes lesen soll, damit ich das entweder schon bestellen kann oder mir einfach schon runterladen kann. Aber ich möchte wissen, was ich als nächstes lesen soll. Danach, damit ich dann das schnell fertig kriege. Und mich auf das nächste freuen kann. Habe ich mich entschieden, doch Snapchat auf Englisch schreiben, weil ich irgendwie einfach gerade auf Englisch lesen möchte. Which summer read should I be reading next? Ich weiß nicht, soll ich noch irgendwie which summer Rom-Com, maybe? Nee. Romance? No. Just summer read. Which
Summer Reed, should I be reading next? The last thing he told me. Ich glaube, das habe ich tatsächlich schon gelesen. Ja, habe ich schon gelesen. I've already read it. How about people we meet on vacation? I've read it too. How about Vanishing Half? I have read that too. Okay, ich habe mich jetzt entschieden. Also, das eine habe ich letztes Mal auch schon nachgefragt. Also, entweder The Secret Cove in Croatia von Julie Kaplan. Das ist tatsächlich auch ein Buch mitten in so einer Reihe. Dann habe ich Love and Gelato von Jenna Evans-Welch. Oder Good Girl Complex von Elle Kennedy. Also werde ich jetzt einmal schnell Snapchat fragen. Was soll ich als nächstes lesen? Nice, okay. Ich würde Love and Gelato von Jenna Evans-Welch empfehlen. Thank you! You're welcome, enjoy the read. Nice. Ich habe ein bisschen darauf gehofft, because I'm really excited for it. Also, die beiden sind die letzten zwei Bücher für dieses Video. Als nächstes werde ich das lesen. Und dann zum Schluss das hier. Obwohl ich das jetzt lieber lesen möchte. Aber nein, wir warten noch ein bisschen. Ich dachte mir, ich mache mal ein kleines Zwischenupdate zu The Unhoneymooners, weil habe ich irgendwie noch nicht gemacht. Und ich habe das Gefühl, ich habe richtig lange nichts mehr gefilmt. Ich bin jetzt auf Seite 243. Also ich bin so, ich glaube 60% sagt Storygraph, bin ich jetzt durch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mag, weil ich auch sehr viele negative Sachen dazu gehört habe, aber ich finde es gerade richtig gut. Also ich finde es halt, es passt halt auch einfach gerade meine Stimmung. Ich wollte irgendwie so ein leichtes, süßes Buch. Fake Dating ist ja sowieso, love it. Ja, das Einzige, was ich nicht mag, ist das, dieses Enemies to Lovers, was halt dann wieder eigentlich nur Miscommunication ist. Ich bin nicht der größte Enemies to Lovers Fan, muss ich ehrlich sagen, außer halt so in Fantasy, weil da ist es real, also nicht real, aber da ist es irgendwie verständlicher als, also ich mag halt einfach Miscommunication nicht. In so Romance-Büchern ist Enemies to Lovers halt eigentlich immer nur wegen einer Miscommunication, weil die denken, dass sie sich hassen, obwohl sie sich eigentlich schon immer mochten. Alles andere mag ich sehr gerne. Ich mag das Fake-Dating. Ich mag die beiden Personen. Ich mag eigentlich bis jetzt alles. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt The Unhoneymooners fertig gelesen. Ich habe dem 4 Sterne gegeben. Es ist cute. Es ist Fake-Dating, which I love. We also love Ethan. Aber the miscommunication. Das ist halt mein Problem mit Enemies to Lovers in Romance, also komplett Romance einfach nur, weil es immer Miscommunication ist. Deswegen mag ich Enemies to Lovers eigentlich auch nur in Fantasy. Ich glaube, das habe ich gestern auch schon gesagt. Das ist halt das, was mich an dem Buch genervt hat. Ansonsten fand ich das sehr gut. Ich mochte Christina Lauren Bücher bis jetzt. Eigentlich ja Love in Other Words und das mochte ich jetzt. Ich habe aber auch relativ viel Negatives darüber gehört, deswegen war ich ein bisschen Angst, das zu lesen, aber I liked it. Es ist ein guter Summer Read, weil die sind im Urlaub auf Maui. Resort, Beach Vibes, ist halt alles. Von hier ein perfektes Sommerbuch. Ja, wie gesagt, ich mag gerne Fake Dating, also das war auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt. Die Miscommunication war manchmal ein bisschen unnötig und doof, aber ich mochte zum Beispiel, also man weiß ja in so Romance-Büchern gibt es ja immer noch mal so zum Ende hin einen kleinen Breakup. Und das fand ich in diesem Buch ganz gut gelöst, weil es keine Miscommunication war. Es gab auch schon genug in dem Buch. Aber es war halt anders. Es ging halt auch hauptsächlich um andere Personen, aber die beiden waren trotzdem betroffen. Und ja, ich fand es sehr gut gemacht, das Ende. Deswegen eine 4 von 5 Sternen. Ich habe es genossen, ich fand es gut. Aber es sind auf jeden Fall keine 5 Sterne und es sind aber auch nicht weniger als 4, weil ich fand es gut. Und ich habe auch echt schnell gelesen eigentlich.
Das alles zu The Unhoneymooners. Das nächste Buch, was ich dann dafür lesen, für dieses Video lesen werde, ist ja Love and Gelato von. Das sieht jetzt richtig überbelichtet aus. Love and Gelato von Jenna Evans Welch. Und ich bin sehr gespannt, wie das ist. Ich habe jetzt. Ich liebe dieses T-Shirt, es ist so gemütlich. Also, ich wollte gerade sagen, falls ihr es nicht habt, dann kauft euch das, aber leider gibt es ja nicht mehr. Aber I love it. I love Angelato. Ich bin jetzt an Seite 104. Jetzt habe ich das Gefühl, man fliegt so durch das Buch. Also, das ging richtig schnell bis Seite 104 und ich werde wahrscheinlich heute auch noch relativ viel lesen, weil das irgendwie super einfach ist. Und bis jetzt finde ich die Geschichte auch sehr gut. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich kann mir das nämlich gerade irgendwie nicht so ganz vorstellen, was da jetzt so passiert. We're gonna see. Und ja, ich werde jetzt weiterlesen und ich werde mich wahrscheinlich dann erst melden, wenn ich fertig bin. Aber as of right now, I do really enjoy it. Ich glaube, ich habe jetzt noch so 100, 200. 200, so circa 230 Seiten noch. Und dann finished. Und ich glaube, es wird jetzt schnell gehen. Ich habe jetzt noch circa 120 Seiten, glaube ich. Sie? 120 Seiten. Wir haben jetzt 20:21 Uhr. Noch circa 2 Stunden noch. Could do it today. Aber wahrscheinlich werde ich das morgen erst beenden. Well, ich habe das Buch doch noch heute beendet. Oh, es ist super, super süß. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es jetzt noch nicht bewertet. Ich werde morgen nochmal einen Clip machen, wo ich über alle Bücher rede, die ich für dieses Video gelesen habe. It's really cute und ich bereue es richtig, dass ich das noch nicht früher gelesen habe. Weil ich glaube, ich hätte es auch früher noch ein bisschen mehr gemocht. I don't know, maybe auch nicht. Aber ich finde es halt ganz cool, dass es nicht nur eine Romance ist. Ich dachte immer, das ist einfach nur so eine typische Romance-Romance. Aber it's not. Und als ich dann das erste Mal gehört habe, dass es auch Mystery ist, dachte ich mir, das muss ich lesen. Und ich finde tatsächlich, der größte Teil ist ja eigentlich das Mystery. Und es geht halt nicht nur um die Liebe, sondern auch um Freundschaft und um Familie. Und ich finde es richtig, richtig gut. Also ich kann es echt empfehlen. Ich werde morgen aber noch mehr dazu sagen. Ich bin jetzt einfach nur müde und will jetzt schlafen. Und ich wollte kurz updaten, dass ich es fertig gelesen habe. Es ist jetzt der nächste Tag. Und ich wollte ja nochmal über die drei Bücher lesen, die ich für dieses Video gelesen habe. Ich wollte nochmal über die drei Bücher reden, die ich für dieses Video gelesen habe. Es war solide 4 Sterne für alle. Also. Es hat mich jetzt nicht unglaublich begeistert, aber es war jetzt auch nichts schlecht. Es war alles good to read, nice to read. Also, als erstes habe ich ja Beach Read gelesen von Emily Henry. Ich glaube, ich habe jetzt über alle eigentlich ausführlich geredet. Also Beach Read, Emily Henry, Augustus und January. Gus und January. Beides Autoren. Die haben beide so eine Schreibblockade und versuchen dann das Genre von dem anderen jeweils auszutesten, um aus der Schreibblockade rauszukommen. Und dabei, they fall in love. It's cute, it's good, but it's not the best Emily Henry book for me. Happy Place ist, glaube ich, mein Favorite von ihr. Dann The Unhoneymooners von Christina Lauren. Das ist gut. Also, ich fand Love in Other Words, glaube ich, besser, aber irgendwie auch nicht, weil da war halt dieser eine Trope am Ende, den ich nicht mag. Hier hatte ich aber auch einen Trope, den ich nicht mag und das war am Anfang. Ich bin halt einfach kein Fan von Enemies to Lovers in Romance-Büchern. In Fantasy funktioniert das super, aber in Romance-Büchern finde ich es immer schwierig, weil es ist eigentlich immer nur Miscommunication and I don't like Miscommunication. Full stop. Und dann habe ich noch Love and Gelato von Jenna Evans Welch. Das habe ich jetzt gestern beendet und da geht es um Lina, die. Also ihre Mutter stirbt und sie soll dann nach Italy, um ihren Vater kennenzulernen. Und der wohnt nämlich in Italien. Ich fand es halt gut. Ich glaube, ich habe das auch gestern Abend schon gesagt, dass die Romance gar nicht so im Vordergrund stand, weil es stand halt mehr dieses
den Vater kennenlernen, Familie, sowas im Vordergrund. Und die Romance war dann halt so ein Nebending. Was ich richtig gut fand, das fand, also, ja, weil das war dann nicht einfach so ein Standard-Romance in Italien, sondern hatte mehr dazu. Und ich würde jetzt richtig gerne nach Florenz. Jetzt habe ich richtig Bock, nach Florenz zu reisen, nach den ganzen Beschreibungen, die waren amazing. Ich war tatsächlich noch nie in Florenz, meine ganze Familie war schon da zusammen, aber ich war nicht mit, weil ich in der Zeit in England war, also per toll. Aber irgendwann gehe ich da auch nochmal hin. So, jetzt wollte ich die eigentlich nochmal ranken, die drei, welche sich am besten fand. Das ist aber ein bisschen schwer, weil ich die alle vier Sterne bewertet habe. Aber ich glaube, auch wenn es unerwartet ist, ist Beach Read für mich Platz 3, weil ich auch am längsten für das Buch gebraucht habe und irgendwie da so gar nicht reingekommen bin am Anfang. Und dann, ja, irgendwas, weiß nicht. Normalerweise bin ich großer Emily Henry Fan und ich habe halt auch gelesen, dass viele Beach Read am besten finden. For me, it's not the best. Also Platz 3 für Beach Read, trotzdem 4 Sterne. Wie gesagt, alle haben 4 Sterne, also Platz 3. Dann würde ich sagen, Platz 2 ist The Unhoneymooners von Christina Lauren. Einfach wegen der Miscommunication. Ich glaube, wäre da andere Sachen gewesen, dann I would have liked it more. Aber Fake Marriage, Fake Dating, the best. Und wie gesagt, das Ende mochte ich auch richtig gerne. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wie sie das gemacht haben. Auch wenn manche sagen, dass das nicht so da reinpasst, habe ich schon gehört. Aber ich fand das eigentlich gut, weil das einfach mal ein anderes Ende war und nicht dieses, was man halt erwartet. Und dann würde ich sagen, Platz 1 ist Love and Gelato von Jenna Evans Welch. Einfach weil das mal ein komplett anderes Buch war. Ich würde halt auch sagen, ich weiß gar nicht, als was das eingeordnet wird. Als das Romance eingeordnet wird. Young Adult Fiction. Yes. Weil ich würde das jetzt nicht als Romance einordnen. Ich würde das halt auch als Young Adult Fiction mäßiges Buch einordnen. Das kommt auf mein Bücherregal auch nicht in die Romance Section. Habe ich schon beschlossen. Wer das denn? Also Platz 3, Platz 2 und Platz 1. Das war's dann auch für das heutige Video. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon eins von den 3 Büchern gelesen habt und was ihr von dem haltet oder wie ihr den fand. Oder ob eins davon auf eurer Leseliste steht und ich euch jetzt motivieren konnte, das vielleicht zu lesen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Tschüss!